spreche jetzt mit Wolf Wetzel, der NSU-VS-Komplex heißt das Buch, erschienen bei Unrast. Ein großer Teil deines Projekts befasst sich mit den Widersprüchen, in die sich Polizei und Verfassungsschutz verwickeln im Zusammenhang mit der NSU-Geschichte. Warum fandest du das notwendig, diese Widersprüche nochmal in einem Buch zusammenzufassen? Haben da nicht sogar ganz bürgerliche Medien eine Menge beigetragen, es öffentlich zu machen? Ja, in diesen ersten 2-3 Monaten gab es tatsächlich eine Phase der Verunsicherung. Die Behörden waren noch nicht sortiert. Da kann man tatsächlich von einem Behördenwirrwarr reden. Das heißt, da gab es eine Phase, wo sehr viele Informationen, sehr viele Geheimdokumente aus unterschiedlichen Gründen und Quellen an die Öffentlichkeit gespielt wurden. Und das fand ich neben dem widerlichen Thema sehr spannend, weil es gab mir und anderen die einmalige Möglichkeit, Einblick zu bekommen, wie funktioniert ein Staat, welche Rolle spielen Geheimdienste, haben sie sich verselbstständigt, wer entscheidet, ob man was weiß oder nicht weiß, ob man einer heißen Spur folgt oder nicht, wer entscheidet es, also gibt es sozusagen ein geheimes Kommandozentrum, ne, oder der tiefe Staat, oder passiert es hier anders? Und das fand ich für eine Linke, also die nicht nur irgendwo losrennt und gegen irgendwas ist, sondern die sich auch Gedanken macht über Erfahrung, um dann eine Praxis zu entwickeln, die besser ist als das, was hinter uns liegt, fände ich das existenziell und findet eigentlich nicht statt. Das heißt, es geht in dem Buch schon ganz klar darum zu zeigen, das sind nicht Einzelpersonen, die irgendwas falsch gemacht haben, das ist nicht irgendwie ein komisches Versagen der Behörden, sondern da steckt ein System dahinter. Naja, es ist natürlich unglaublicher Blödsinn, über 13 Jahre zu behaupten, da hätten lauter Leute irgendwie gemacht, was sie wollten. Diesen Staat, den möchte ich irgendwo sehen, und vor allem den deutschen Staat, wo 13 Jahre jeder und jede macht, was sie will. Es ist eine unglaubliche Idiotisierung der Bevölkerung. Es geht einher mit gezielten Falschaussagen, mit Vernichtung von Beweismitteln, weil das andere ist ja evident. Um 13 Jahre lang nichts zu wissen, um 13 Jahre das so zu legendieren, braucht man eine Struktur, die das auch einigermaßen gewährleistet. Weil man darf ja nicht vergessen, es gab natürlich nicht alle, die das so gewollt hätten oder die damit einverstanden waren, die NSU auszustatten mit Waffen, mit Papieren, heiße Spuren nicht zu verfolgen, Festnahmen zu verhindern. Es ist nicht so, dass das für alle selbstverständlich ist. Es gibt auch welche, die da Zweifel haben, und da muss ein Apparat funktionieren, und zum Schrecken aller, er funktioniert. Jetzt steht das Buch auch schon aus einer ganzen Menge von Beispielen, Fakten, die, wie ich eingangs gesagt habe, auch von der Presse veröffentlicht wurden, teils aber auch wirklich selber recherchiert sind, ja, von dir. Kannst du eins von diesen Beispielen nennen, ein konkretes Beispiel, das es vielleicht besonders deutlich macht, was da passiert ist? Das beste Beispiel ist eigentlich, wir fangen 1998 an, nach einer Hausdurchsuchung bzw. Garagendurchsuchung. Das soll laut Legende sozusagen der Beginn des nationalsozialistischen Untergrunds gewesen sein. Dort wurde 1,4 Kilo Sprengstoff gefunden, Rohrbomben, Nazimaterial. Und jetzt fängt eigentlich schon die Systematik an, obwohl das in jedem anderen Fall für einen vorläufigen Haftbefehl ausreichen würde, geben die Polizisten den Thüringer Heimatschutzmitgliedern somit auf dem Weg, dass sie jetzt so in den nächsten Tagen mit einem Haftbefehl rechnen müssen, was ich politisch und strafrechtlich für eine Aktivierung eines nationalsozialistischen Untergrunds verstehe, wenn aufgrund des vorgefundenen Materials keine Verhaftung erfolgt. Das Zweite, und das ist noch gravierender, es wurde 13 Jahre verheimlicht, dass in dieser Garage es auch eine Adress- und Telefonliste gefunden wurde. Eine Liste, also das Who is Who von Blood-in-Honor-Gruppierungen, von Gruppierungen, die eben auch zu terroristischen Aktionen bereit sind. Jeder Antifa in 5 Minuten hätte gesagt, jetzt haben wir alles. Es ist wie ein Personalausweis, den man beim Banküberfall zurücklässt. Und dazu hat man gesagt, das sei nicht bedeutend. Genau, und als das dann doch durch Zufall 12 Jahre später entdeckt wurde, behaupteten angeblich Experten in Sachen Rechtsextremismus, das sei ohne Bedeutung, ohne Relevanz gewesen. Also das ist das Nächste. Das heißt, also auch da handelt es sich nicht um eine Panne, sondern um einen Vorsatz, um eine Falschaussage im Amt, um Vernichtung von Beweismitteln, in dem
nämlich mit dieser Liste nicht gefahndet wurde. Aber, und dann, da kommen wir sozusagen zum NSU-VS-Komplex. Es ist ja nicht nur eine Frage, in welcher Nähe deutsche Behörden zu Neonazis stehen. Es ist auch die Frage, wie sie da drin staatlich involviert sind. Und auf dieser Liste, und jetzt versteht man, warum sie nie an die Öffentlichkeit durfte und in der Asservatenkammer verschwand, auf der Liste stehen nicht nur treue Neonazis, sondern auch treue Neonazis, die gleichzeitig V-Leute waren. Und zwar hochkarätige V-Leute von allen Behörden in der Bundesrepublik. Also vom Bundesamt für Verfassungsschutz über die Landesämter für Verfassungsschutz bis hin zum hochkarätigen Spitzel, der für die Polizei in Berlin tätig war. Das heißt, de facto 1998, als die drei namentlich Bekannten abgetaucht sind, waren in ihrem Umfeld nicht nur Neonazis, sondern es befanden sich in ihrem unmittelbaren Umfeld auch vier V-Leute. Das heißt, der Staat saß von Anfang an am Küchentisch. Das sind eine ganze Menge Leute, die da verwickelt sind aus dem Nazi-Spektrum. Was hältst du von der These, dass das nur drei Personen gewesen seien? NSU, das Terror-Trio. Na, ich finde es interessant, wenn 12 Jahre lang deutsche Behörden, egal welche, also auch die sich mit Rechtsextremismus auszukennen, glauben, meinen, nichts gewusst haben. Und 2 Wochen, nachdem sich die NSU selbst bekannt machen musste, dass es sie gibt, dann wussten plötzlich alle Behörden auch wieder unisono, dass es das Zwickauer Terrortrio ist. Woher wissen die die Zahl? Entweder wussten sie schon 13 Jahre vorher, dann fragt man sich, was haben sie 13 Jahre getan? Oder sie wussten es nicht, wie können sie dann auf 3 kommen? Es wird sich herausstellen und ich glaube, jetzt in den nächsten Wochen und Monaten wird Stück für Stück sozusagen diese Legende platzen, dass es sich um 3 handelt. Die Liste macht es natürlich offensichtlich, dass es mehr waren, aber wir wissen mit 99%iger Sicherheit, dass zum Beispiel bei dem Mordanschlag in Heilbronn 2007, der ja auch den beiden namentlich Bekannten, Uwe Mundlos und Binner, zugeschrieben werden, dass sie mit allergrößter Wahrscheinlichkeit nicht die Täter waren, sondern dass es andere Neonazis waren und dass damit das ganze Konstrukt des Terrortrios in sich zusammenbricht. Jetzt kennt man Wolf Wetzel als Autor von Büchern, die sich um politische Theorie, um politische Strategie drehen. Ich nehme an, dass es hier auch eine Rolle spielt, dass es auch darum geht, was folgert für ein politisches Handeln draus. Worum geht's da? Verfassungsschutz abschaffen ist so eine ganz große Parole. Ja, der andere Teil ist mir genauso wichtig, nämlich erst wenn man dieses Material genau hat, dann kann man eigentlich auch etwas über bestimmte Theorien sagen, die meiner Meinung nach für die Linke essentiell und existenziell sind, nämlich eine Faschismustheorie zu haben, die man sich nicht aus dem 18., 19. Jahrhundert leiht, sondern die den heutigen Verhältnissen gerecht wird. Und das Zweite, was für eine Linke essentiell wäre, also wenn sie nicht nur einfach moralisch Recht haben will, wäre eine Staatsanalyse. Das heißt, in welchem Staat leben wir? Und ich meine, in Bezug auf beide Theoriefelder gibt es im Rahmen von NSU-VS-Komplex unheimlich viel Stoff, um sich ein genaueres Bild zu verschaffen, mit welchem Faschismus haben wir es zu tun, mit welchem Faschismus hatten wir es zu tun. Gibt es sozusagen noch eine Option von, auf Seiten des Staates für eine faschistische Lösung? Das wäre ja eine Frage, wozu NSU? Und die andere Frage ist natürlich, wenn der Staat in staatsterroristische Aktionen verwickelt ist, und das ist er ja erwiesenermaßen nicht nur im Kontext mit NSU, sondern im Kontext mit US-Programmen, mit staatsterroristischen Aktionen auf verschiedenem Terrain, dann ist die Frage, um welchen Staat handelt es sich? Ist es noch ein bürgerlicher Staat? Und hat Wolf Wetzel da eine Antwort drauf? Also es gibt ja sozusagen verschiedene Thesen, wir steuern auf ein Viertes Reich zu. Es handelt sich dabei um eine Strategie der Spannung, das heißt, es soll Terror erzeugt werden, um bestimmte politische Reaktionen auszulösen. Es handelt sich um den tiefen Staat, der einfach so eine dunkle Seite hat, der anders ist wie so ein Offizieller. Wo siehst du da den Punkt? Also ich arbeite es jetzt erstmal negativ ab, jetzt ganz schnell für alle Hörer und Hörerinnen. Also wenn man das faschismustheoretisch betrachtet, glaube ich nicht, dass in Europa und schon mal gar nicht in der BRD sozusagen Faschismus als eine Option der herrschenden
verstanden wird oder tatsächlich noch sozusagen eine Rolle spielt wie in den 30er Jahren. Das zweite, tiefer Staat, das klingt sozusagen als eine Zwischenlösung, ne? Sozusagen zwischen einem faschistischen Staat und einem demokratischen Staat, von beidem etwas und das ein bisschen ausgelagert als Staat im Staat. In dem Sinne, ich glaube, es ist schlimmer. In einem gewissen Sinne, in Deutschland müssen staatsterroristische Aktionen, die vom Grundgesetz nicht gedeckt sind, von der Verfasstheit der Behörden, die müssen nicht ausgelagert werden, sozusagen in geheime Operationszirkel, sondern sie können innerhalb des Staatsapparats agieren und werden dort auch gedeckt. Mein Versuch, das zu begreifen, ist eher, dass wir tatsächlich eine gesellschaftliche Entwicklung haben, die totalitäre Züge annimmt, die aber nicht darauf verzichtet. Und das ist ein gewaltiger Unterschied zum Faschismus, dass die Menschen den Spaß haben sollen in der Freizeit, also mit all dem Unisex und Queer und so, solange die totalitären Bereiche des Staates und der Ökonomie nicht in der Gefahr sind. Das ist ein gewaltig anderes Konzept als der Faschismus, der quer durch die Gesellschaft und eine uniforme Gesellschaft als ideologisches Bild hatte. Ich glaube, da sind heute Staaten und Regime moderner, was nicht heißt, dass sie nicht wirksamer sind, im Sinne Erfahrung aus dem Faschismus positiv auszuwerten. Also ich bin das Buch so ein bisschen mit dem Misstrauen angegangen. Da wird jetzt wieder mal eine Verschwörungstheorie aufgemacht. Den Eindruck habe ich jetzt so am Ende nach dem Lesen nicht mehr. Was ist denn aus deiner Sicht da wesentlich für eine Herangehensweise gewesen, um eben sowas nicht zu machen? Oder was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen dem, was du gemacht hast, und einer Verschwörungstheorie? Ich habe das ja auch in dem Buch meine Arbeitsweise dargelegt. Also sozusagen, das ist die erste Bedingung. Die Mittel, die ich verwende, das Werkzeug, das ich benutze, sozusagen allen zugänglich zu machen, um zu schauen, was dann am Ende rauskommt. Das Zweite finde ich immer lustig, dass Verschwörungstheorie kommt ja zum einen sozusagen aus dem herrschenden Apparat, ne? Also die Regierung, die staatlichen Behörden, die fortgesetzt nachweislich verdunkeln, also Beweise vernichten, falsche Spuren legen, Falschaussagen, ist Verdunklung realer Verhältnisse. Und wenn dann Leute, die das kritisieren, in diesen dunklen Raum gehen und rumtasten, dann werfen diejenigen, die das Licht ausgemacht haben, vor, ihr tastet euch doch nur irgendwie im Dunkeln rum. Ich meine, eine Linke sollte Ursache und Wirkung noch auseinanderhalten und sollte die Umstände, unter denen wir eine andere Version als die offizielle rekonstruieren, berücksichtigen.